Meine Damen und Herren, es ist für mich eine Freude, heute zu Beginn der Art Fair Mannheim zu Ihnen sprechen zu dürfen. Denn ich gebe zu, dass ich schon ziemlich lange auf eine solche Messe gewartet habe, also auf eine Messe, die ausschließlich im Online-Raum stattfindet, auf eine Messe, bei der das, was verkauft wird, allein in Form von Reproduktionen sichtbar wird. Nun, ich habe deshalb darauf gewartet, weil ein solches Projekt ja alles andere als unumstritten ist und erstmal ja viele skeptische Bemerkungen, viele kritische Fragen hervorruft. Also zum Beispiel die Frage, wie sollten bloße Abbildungen gerade im Fall von Kunst jemals das Erlebnis ersetzen können, das die originalen Werke bereiten? Oder die Frage, ob nicht sehr gute Kunst unverkauft bleibt, weil sie vielleicht in der Reproduktion schwächer wirkt. Oder umgekehrt, die Frage, wird schwächere Kunst vielleicht nur deshalb gekauft, weil sie auf Abbildungen besser aussieht, als sie ist, und wird dann eben zurückgegeben, weil die KäuferInnen von den Originalen enttäuscht sind. Reproduktionen bleiben hinter dem Original zurück und Reproduktionen manipulieren, sie täuschen. Das sind, könnte man so bilanzierend sagen, die beiden üblichsten Vorwürfe oder zumindest Einwände, und das übrigens sogar schon seit der Antike, seit Platons berühmter Kritik an Abbildungen. Aber gerade weil diese Vorwürfe so alt, so verbreitet sind, habe ich auch eben auf eine Messe wie diese hier gewartet, also auf ein Ereignis, das diesen Vorwürfen auch versucht zu trotzen und das vor allem herausfordert zu einer differenzierteren Betrachtung dieser Zusammenhänge. Und es ist klar, es kann jetzt hier nicht einfach darum gehen, das Gegenteil zu behaupten, also jetzt einfach zu sagen, allein in der Reproduktion lasse sich der Wert eines Kunstwerks erkennen. Nein, im Folgenden möchte ich eher daran erinnern, dass reflektierte KünstlerInnen immer schon den allzu simplen Gegensatz zwischen Original und Reproduktion überwunden haben. Also, dass sie wussten, dass Kunst sich in beiden bewähren muss, dass sie oft auch ja, im Zusammenspiel von beiden erst voll entsteht. Wenn ich sage immer schon, dann meine ich zumindest seit dem 16. Jahrhundert, als die gängigsten Reproduktionstechniken, zuerst der Holzschnitt, dann Kupferstich, dann Radierung entwickelt waren, wodurch sich die Sichtbarkeit von Kunst und der Umgang mit ihr sehr stark verändert hat und ja, die westliche Kunstgeschichte ganz massiv geprägt, bestimmt wurde von diesen neuen Techniken und Möglichkeiten. Von da an hatten KünstlerInnen mit zu bedenken, dass ein Werk, um die Chance auf Berühmtheit zu haben, wenn man es ein bisschen zugespitzt formulieren will, zweimal erschaffen werden muss. Oder dass es sich darin auch vollenden kann, in verschiedenen Modi, an verschiedenen Orten, nämlich einmal als Original und zum anderen als Reproduktion zur Geltung zu kommen und damit unter jeweils anderen Bedingungen auch wirksam zu werden. Und dabei waren, das kann man schon, glaube ich, mal so pauschal behaupten, Reproduktionen für den künstlerischen Erfolg sehr oft viel wichtiger als die Originale. Bilder waren zum Beispiel als gemalte Unikate der Öffentlichkeit ja fast immer entzogen. Und erst wenn ein Bild dann in ein Kupferstich, in eine Radierung übersetzt wurde, war es möglich, ein größeres Publikum damit zu erreichen. Zwar war es für KünstlerInnen manchmal auch von Interesse, mit Reproduktionsgrafiken zusätzlich Geld zu verdienen, aber die wichtigste Funktion von Reproduktionen bestand auch vor Jahrhunderten schon darin, überhaupt mal die Bekanntheit der KünstlerInnen zu steigern, ihr Image zu verbessern, damit eine Grundlage dafür zu schaffen, dass sich neue Aufträge, dass sich zusätzliche Verkäufe für sie ergeben konnten. Und klar, diese Funktion von Reproduktion ist in Zeiten fotografischer Reproduktion nochmals ausgeprägter geworden, und seit man Bilder digital reproduziert und mit dem Internet, mit den Social Media auch die Möglichkeit hat, die Reproduktionen schnell ohne zusätzliche Kosten überall hinzuschicken und überall sichtbar zu machen, ja, ist endgültig klar geworden, würde ich sagen, dass das Bild, das von KünstlerInnen im Umlauf ist, viel mehr von Abbildungen ihrer Werke als von diesen selbst bestimmt ist. Und auch nicht erst bei dieser Messe werden
die Abbildungen zur alleinigen Grundlage für Kaufentscheidungen. Schon 2006 wurde berichtet, auf der Grundlage einer Umfrage, Galerien würden rund ein Drittel ihrer Umsätze mit Werken machen, von denen die KäuferInnen nur eine digitale Abbildung gesehen hätten. Und das war wohlgemerkt also noch vor der Entwicklung von Smartphones, vor den Zeiten, als Social Media präsent wurden. Und insofern darf man annehmen, dass diese Zahl sich seither nochmal merklich erhöht hat. Umso wichtiger ist es für KünstlerInnen eben ernst zu nehmen, dass ihre Arbeit nicht erledigt ist, wenn sie ein Original signiert haben. Dann beginnt die sogenannte Postproduktion und ein wichtiger Teil der Postproduktion sind Reproduktionen. Nun, Post und Re, das klingt ja immer so ein bisschen nach was bloß Sekundärem, aber das ist eben, glaube ich, trügerisch. Man sollte bei diesen Begriffen Postproduktion und Reproduktion vor allem darauf achten, dass es eben jeweils auch Formen von Produktion sind. Also auch hier entsteht was Neues, auch hier entsteht etwas Eigenes. Oder anders formuliert, ein Werk muss für andere Bedingungen nochmals neu entwickelt, neu gestaltet, zumindest neu in Szene gesetzt werden. Ich will das zuerst mal an einem historischen Beispiel etwas näher veranschaulichen, um Ihnen auch zu zeigen, wie alt entsprechende Praktiken schon sind und um anzudeuten, dass es ja daher völlig unangemessen wäre, bezogen auf die heutige große Bedeutung von Reproduktionen kulturpessimistisch über einen Verlust des Eigentlichen, des Echten zu klagen. Dann müsste man nämlich auch schon über jemanden wie Peter Paul Rubens kritisch urteilen. Beherrschte doch kaum ein Künstler das Wechselspiel zwischen Original und Reproduktionen besser als er. Nachdem er bereits etabliert war als Künstler, sich auch erfolgreich um Druckprivilegien, das war so eine Vorform von Urheberrechten, bemüht hatte, hat seine Werkstatt in Antwerpen ab 1620 eine eigene Abteilung für Reproduktionsgrafik umfasst. Und man kann schon mal so sagen, alles, was dort passiert ist in dieser Abteilung, war durchaus Chefsache. Der Kunsthistoriker Hans-Jakob Meyer hat das in den letzten Jahren sehr genau erforscht, hat gerade vor wenigen Monaten, 2020, das wichtige Buch Die Kunst der Interpretation Rubens und die Druckgrafik dazu veröffentlicht. Und da wird sehr schön aufgezeigt, wie eben Rubens Bildideen, die er als Maler bereits umgesetzt hatte, zum Teil Jahre oder sogar Jahrzehnte später nochmals aufgegriffen hat und dann in einer Reproduktionsgrafik neu realisieren ließ. Aber nicht nur der Zeitabstand führte zu Modifikationen, vor allem ja, verlangten das andere Medium, das andere Format, die andere Bildfunktion Rücksichtnahme und machten Änderungen gegenüber dem Vorbild notwendig. Hier sieht man jetzt das Gemälde Anbetung der Hirten von Rubens, ungefähr 1615 entstanden, heute in Rouen im Museum zu sehen. Und der erste Schritt war immer, wenn man eine Reproduktion machen wollte, man hat eine Vorzeichnung ausgehend vom Original angelegt. Das haben zum Teil die Schüler von Rubens gemacht und in dem Fall einer seiner berühmtesten oder vielleicht der berühmteste Schüler, Antonis van Dyck. Und man sieht schon an dieser Vorzeichnung, dass hier Veränderungen vorgenommen wurden gegenüber dem Original. Also zum Beispiel wurde eine Figur aus der Gruppe der Hirten, die auf dem Gemälde im Hintergrund fast verschwindet, viel schärfer ausgeführt. Also da wurde auch noch ein erzählerisches Element ihr verpasst. Sie bekam einen Korb auf den Kopf. Auch sonst sind viel mehr Details auf so einer Reproduktionsgrafik zu sehen. Also schauen Sie zum Beispiel, das ist ein Spinnennetz unter der Decke, um so die Ärmlichkeit der Wohnverhältnisse zu illustrieren. Und ausgehend dann von einer solchen Vorzeichnung wurde eine Platte angelegt, die wurde dann gedruckt. Und da sind dann diese ganzen Details noch genauer zu sehen. Also in der Reproduktionsgrafik setzt man sagen, auch auf jemanden, der da genau hinguckt, lange hinguckt, der einfach eine Geschichte mitgeteilt bekommen will und jetzt aber nicht nur von einer großen Gemälde mit fantastischen Farben überwältigt werden soll. Interessant ist aber auch, wo Rubens sich zusätzlichen Aufwand gespart hat für die Reproduktion. Also wie man ja hier gut sehen kann, es hat ihn offensichtlich nicht gestört, dass die Bildkomposition in einer Druckgrafik seitenverkehrt wiedergegeben wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat er
grundsätzlich auf so einen möglichen Zwischenschritt verzichte, durch den die Spiegelung ja ihrerseits nochmal gespiegelt, die Komposition dann wieder wie beim Vorbild dargestellt worden wäre. Dann war er einfach so überzeugt von seinen Bildentwürfen, dass er gerade durch die Spiegelverkehrung demonstrieren wollte, auch wie ausgewogen in jeder Richtung perfekt diese Entwürfe waren. Und ja, aber so ein sorgfältiges Gespür für Effizienz bewies Rubens auch hinsichtlich der Auswahl seiner Motive. Also er hat zum Beispiel aus seinem breiten Oeuvre fast nur religiöse Sujets in Grafik übertragen. Da gab es offenbar größeres Publikumsinteresse als zum Beispiel für mythologische Themen. Weil das waren Themen, die haben viel mehr Bildung vorausgesetzt, die waren viel exklusiver von vornherein. Aber etwa auch die weiblichen Akte, für die Rubens als Maler heute so berühmt ist, tauchen in seiner Reproduktionsgrafik kaum auf. Ja, sie wären eben zu verfänglich gewesen. Das hätte Probleme bereiten können, sie in Umlauf zu bringen. Nach solchen Entscheidungen ist aber, denke ich, ganz gut zu erkennen, dass Rubens mit den Grafiken in die Breite wirken wollte, wirklich populär werden wollte. Ja, und ganz Ähnliches, glaube ich, gilt für viele zeitgenössische KünstlerInnen. Sie nutzen heute eben das Internet, sie nutzen vor allem die Social Media dazu, sich ihre Werke bekannter zu machen. Und ganz wichtig heute ist, Follower zu bekommen, weil auch immer klarer wird, dass viele Follower nicht zuletzt als Türöffner fungieren können, weil sich dann etwa Galerien zu interessieren beginnen, die in den Followern potenzielle Kundinnen sehen. Das heißt, heutige Künstlerinnen stehen auch vor ähnlichen Herausforderungen und Problemen, wie schon Rubens. Dies können sie in einer digitalen Reproduktion mit Bildbearbeitungsprogrammen nachhelfen, können Kontraste schärfen, Farben leuchtender machen und dergleichen mehr. Allerdings sollte man natürlich mit dieser Art der Postproduktion nicht zu weit treiben, weil man sich sonst zu Recht dem Vorwurf aussetzen würde, man würde manipulieren. Da könnte man sagen, hatte Rubens viel mehr Freiheiten. Zum einen war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass jemand, der die Reproduktionsgrafik eines seiner Werke gesehen hatte, dieses nochmal im Original sehen würde. Zum anderen aber waren die Reproduktionen ja selbst Produkte für den Kunstmarkt. Das heißt, sie hatten eine selbstständigere Stellung. Sie hatten jetzt eben nicht nur die Funktion, über das Aussehen eines Originals zu informieren, und entsprechend durften sie auch vom Original abweichen, ohne dass es als Täuschung empfunden worden wäre. Es galt sogar als Zeichen von Professionalität, eine Bildidee eben an ein anderes Medium anzupassen. Heute hingegen, eben zum Beispiel bei dieser Messe, ja, wird es zum Problem, wird es schnell zum Regressfall, würde die Post ein Werk liefern, das merklich anders aussieht als die Abbildungen auf dem virtuellen Messestand und damit auf dem Bildschirm der KäuferInnen. Dennoch, man kann sagen, obwohl oder eben gerade weil Post und Reproduktionen von Werken heute in einem enger gesteckten Rahmen erstmal stattfinden, sind sie nicht minder wichtig. Und man muss vielleicht umso findiger sein, um die eigenen Werke für den digitalen Raum anzupassen, um ja mit dessen Beschränkungen auch umzugehen und um seine Möglichkeiten dazu zu nutzen, um den Geist, den Charakter, die Idee der Originale mit Formen der Reproduktion präsent zu machen. Interessanterweise unterscheiden sich jetzt auch manche Rücksichtnahmen, die heute nötig sind, kaum von denen, die auch schon für Rubens und seine Zeit galten. Ich habe das angesprochen, welche Motive er lieber nicht reproduzieren ließ. Und KünstlerInnen heute haben zum Beispiel auch schnell Probleme, wenn ihre Werke zu freizügig sind, wenn Abbildungen davon in den Social Media in Umlauf kommen. In den Social Media gelten eben grundsätzlich dieselben Regeln wie im öffentlichen Raum, und so wie dort zu viel Nacktheit als Erregung öffentlichen Ärgernisses untersagt ist, ist das auch bei Instagram und Co. der Fall. Das heißt, statt auf die Abbildung entsprechender Werke ganz zu verzichten, was man ja vielleicht nicht will, muss man ihnen dann zumindest ihre Explizitheit nehmen, muss eben Geschlechtsteile unsichtbar machen. Aber das kann man dann auch durchaus schon wieder zum Anlass nehmen, ja, eine Findigkeit, Witz, Ironie unter Beweis zu stellen. Zum Beispiel lässt sich der Schweizer Maler Pascal Müllmann immer wieder etwas andere Spielarten der Selbstzensur einfallen und verdeckt dabei zum Teil auch mehr als nötig. Also versieht ein Bild zum Beispiel mit diversen Post-its.
Ich denke, das Signal ist deutlich. Der Künstler will sich offensichtlich nicht in die Defensive bringen lassen. Er will sagen, die Oberhand behalten über das, was er zeigt und eben auch darüber, wie er etwas nicht zeigt. Insofern könnte man sagen, eine solche Abbildung wird durchaus auch zu einem Statement künstlerischen Selbstbewusstseins und ja, verrät so vielleicht sogar noch mehr über Haltung und Selbstverständnis Mühlmanns als das Original. Aber man kann auch sagen, er macht eben hier Gemälde, die eigentlich nicht angepasst sind für den Raum der Social Media, doch noch irgendwie Instagrammable. Nun, Instagrammable ist insgesamt zu einer Schlüsselvokabel in den letzten Jahren geworden, gerade wenn es um Kunst geht. Und man sieht schon an diesem einen Beispiel, dass Instagrammable jetzt nicht einfach nur ein Synonym ist für fotogen oder nicht dasselbe meint wie JPEG-tauglich, wie man das noch in den Nullerjahren genannt hat. Nein, es meint eben nicht nur, dass sich ein Werk mit fotografischen Mitteln gut abbilden lässt, sondern dass es eben auch der Logik, der Infrastruktur, den ganzen Praktiken und Regeln von Instagram entspricht. Und das ist nun mal aktuell zweifellos das einflussreichste soziale Netzwerk für Bilder und gerade auch für Kunst. Instagrammable meint etwa auch, dass die Abbildungen von Werken so angelegt sind, dass dem Netzwerkgedanken, dass der Kommunikationsfunktion der Social Media damit Rechnung getragen wird. Und dafür reicht es oft eben nicht, einfach nur Bilder zu zeigen. Man muss sie noch kommentieren, mit passenden Hashtags versehen. Man muss generell darauf achten, dass man zu Interaktionen anregt, dass man andere dazu bringt, einen Beitrag zu liken und zu kommentieren, was aber wiederum so schwer oft gar nicht ist. Und manche KünstlerInnen haben so ein Glück, dass schon die abgebildeten Werke selbst genügen, um Instagram-typische Kommentare zu provozieren. Solche Kommentare bestehen ja sehr oft aus Emojis, aus Symbolen. Und ja, Kunst kann offenbar so aussehen, dass Follower Lust bekommen, ganz direkt darauf mit solchen Bildzeichen zu reagieren, diese Werke gleichsam nachzustellen mit Symbolen, mit Emojis. Zum Beispiel ist mir das immer wieder aufgefallen auf dem Instagram-Account der britischen Malerin Sarah Morris, wenn sie ihre Werke zeigt, Bilder mit klar definierten Farbflächen, dann gibt es immer wieder Follower, die versuchen jetzt, ja, das tatsächlich nachzubilden mit ihren beschränkten Möglichkeiten eines Zeichensatzes. Manchmal geht es noch einen Schritt weiter. Follower drücken dann mit Hilfe von Emojis aus, welche gegenständlichen Assoziationen ein ungegenständliches Bild bei ihnen auslöst. Also dieselbe Form erinnert den einen offenbar eher an eine Rose, den anderen eher an einen Ballon. Und mit solchen Reaktionen signalisieren, finde ich, Follower sehr stark auch ihren Wunsch, den KünstlerInnen, denen sie folgen, möglichst nahe zu sein, also aktiv an ihrem Werk teilhaben zu können. Also Instagrammable heißt vor allem auch Chancen zur Teilhabe zu bieten, den Followern das Gefühl zu ermöglichen, sie können selbst ein Stück weit kreativ sein und auf diese Art kann man Follower an sich binden. Das wird sicher noch begünstigt, zum Beispiel durch Einblicke in Ateliers und oft heißt Postproduktion schlicht auch einfach nur, sondern wieder in der Abbildung der Werke an den Anfang der Produktion zurückzugehen, also Unfertiges zu zeigen, Making-of-Prozesse sichtbar zu machen. Das verheißt einerseits Einblicke, die das Original selbst dann nicht mehr bieten kann und andererseits wird damit bestenfalls sowas wie eine Fortschätzungsgeschichte auf dem eigenen Account erzählt, eine Geschichte, die es vielleicht den Followern sogar erlaubt, sich selbst zu überlegen, wie es mit einem Werk wohl weitergehen könnte. Und je besser dabei zu sehen ist, was noch fehlt, desto leichter fällt es auch, sich Fortsetzungen zu überlegen. Also hier erstmal die Vorzeichnung eines Bildes des australischen Künstlerpaars Debs Myler, sehr erfolgreich auf Instagram, und dann sagen die Ausmalung desselben in einem Ausschnitt. Und apropos Ausschnitt, genauso stimulierend kann es grundsätzlich wirken, wenn KünstlerInnen eben nur Ausschnitte ihrer Werke abbilden. Die irische Malerin Sinéad Figgis ist nicht zuletzt damit gerade auch auf Instagram bekannt geworden, dass sie immer wieder Ausschnitte ihrer Werke zeigt, was so irgendwie als
Appell fungiert für die Follower dann selber in ihren Bildern auch nach Ausschnitten zu suchen, nach anderen Ausschnitten zu suchen und sagen, jeder Ausschnitt ist ja wieder ein eigenes neues Bild. Also aus bestehenden Bildern werden neue Bilder gemacht mit einer anderen Komposition, mit anderen Details. Und das ist auch generell eine beliebte Praxis in den Social Media, dass man ja Werke der Kunstgeschichte neu entdeckt, dass man Findigkeit beweist, indem man sich auf die Suche nach Ausschnitten begibt, die eben bisher mutmaßlich noch niemand zuvor jemand genauso gesehen hat. Auch eben Künstler aus der klassischen Kunstgeschichte, jemand wie Hieronymus Bosch zum Beispiel, hat auf diese Weise in den letzten Jahren nochmal eine ganz neue Karriere gemacht. Es gibt mehrere Accounts auch auf Twitter, die bestehen aus nichts anderem als aus Postings von Ausschnitten seiner Werke. Instagrammable meint aber schließlich auch, ganz wichtig, auch das, dass Werke auf den Fotos so verfasst sein sollten, dass sie jetzt innerhalb einer Timeline oder auch etwa bei der Suche nach Bildern unter einem bestimmten Hashtag auffallen, für Abwechslung sorgen. Weil aber jede Timeline anders ist und weil niemand, der etwas auf seinem Account hochlädt, Einfluss drauf hat, in welchen Nachbarschaften, in welchen Abfolgen die eigenen Bilder auf den Screens der Follower erscheinen, ja, ist eben grundsätzlich das im Vorteil, was robust auch ist gegen wechselnde Conteste, was sich in verschiedenen Nachbarschaften durchsetzen kann. So eine Art Darwinismus der Bilder, der hier tagtäglich stattfindet. Und man kann sagen, für Abbildungen von Werken in Social Media gilt hier eigentlich durchaus was Ähnliches, was zu anderen Zeiten der Kunstgeschichte für Originale gegolten hat. Denken Sie zurück ans 19. Jahrhundert, denken Sie zurück an die Zeit der großen legendären Salonausstellungen, die damals ja auch zugleich die Hauptorte für den Verkauf von Kunst waren. Hier eine Grafik von Antoine-Maxime Monsaldi, ein französischer Zeichner, der den Salon in Paris aus dem Jahr 1800 uns hier zeigt. Nun, KünstlerInnen waren darauf angewiesen, in solchen Salons auszustellen. Sie waren oft unglücklich, weil sie nicht nur die Sorge haben mussten, in der Masse der Exponate, das waren oft mehrere Tausend pro Ausstellung, unterzugehen, sondern weil sie auch gar keinen Einfluss darauf nehmen konnten, wo genau ihre Werke platziert wurden und in welche Nachbarschaft sie dabei gerieten. Der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp hat in seinem Buch Der Anteil des Betrachters, 1983 ist es erschienen, sehr schön gezeigt, wie sich die Gemälde in ihren ganzen Formaten, Kompositionen, Ikonografien im 19. Jahrhundert allein infolge dieser schwierigen Ausstellungsbedingungen verändert haben. Ich glaube, einiges davon lässt sich zwar nicht auf die heutigen Verhältnisse in den Social Media übertragen, zum Beispiel haben MalerInnen damals die Bildformate vergrößert, um Gegner von der Wand zu verdrängen, oder sie haben mit eindeutigen perspektivischen Raumkonstruktionen gebrochen, damit ein Gemälde ganz oben an einer hohen Wand genauso stark wirken konnte, wie dann, wenn es unten zu hängen kam. Aber wenn Wolfgang Kemp von Adaptionsleistungen an ungünstige Umstände spricht, dann, glaube ich, kann man das sehr gut übertragen auf die Bedingungen, die heute bestehen, wenn Werke etwa auf Instagram wiedergegeben werden sollen. Hier mal nur ein Screenshot, wo man unten rechts auch eines der Werke sieht, was auf der Art Fair Mannheim verkauft wird, hoffentlich von Frank Breidenbruch, wo man eben auch sieht, wie schwierig es ist, sich hier dann auch zu behaupten in einer Masse an Bildern. Man kann eben jetzt hier auf Instagram auch nicht ein Bild größer machen als ein anderes. Erschwerend kommt dann eben auch hinzu, dass ein Werk nicht nur zwischen anderen Werken der Kunst auftaucht, sondern zwischen Bildern höchst unterschiedlicher Provenienz. Und ja, das gilt dann in gesteigerter Weise nochmal bei den Stories, die bei Instagram-Usern in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, auf denen sie ja kurze Momente mit ihren Followern teilen und die, wenn sie nicht eigens gespeichert werden, nach 24 Stunden dann auch wieder aus dem Feed verschwinden. Hier bei diesen Stories wird dann nicht nur mit bewegten Bildern, mit Musik, mit Sprache agiert, sondern gerne kommentiert man das, was man postet, dann auch noch mit Emojis, mit Stickern, mit animierten Worten, mit Slogans.
Und man könnte hier durchaus, finde ich, ja, von so einer Art von Vermündlichung, gerade auch von visuellen Elementen sprechen. Ja, und auch in diesen Stories tauchen natürlich Kunstwerke in reproduzierter Form auf, werden ihrerseits dann auch wiederum animiert und genauso mit kommentierenden Elementen versehen wie anderes auch. Also in den Stories von KünstlerInnen, hier zeige ich Ihnen Beispiele der deutschen Malerin Aneta Kaiser, da sieht man dann die Werke, die im Atelier oder in Ausschnitten wiederum gezeigt werden, nochmal sozusagen um eine Ebene ergänzt. Und eine solche Modifikation gelingt ja mit wenigen Klicks. Es ist auch sofort klar, dass es sich hier nur um einen temporären Eingriff handelt, sozusagen immer um so eine mündliche Zugabe, die zusammen mit der Story dann auch wieder spurlos verschwindet, also die allein eine kommunikative Funktion hat. Entsprechend der animierten Rolle von Emojis, von Stickern, erscheint ein Kunstwerk ja doch aber auch sehr schnell geckig, lustig, so als was zum Schmunzeln. Und das steht natürlich erstmal auch in krassem Gegensatz ja, zu dem lange proklamierten Ernst von Kunst. Und ja, man kann sich schon vorstellen, dass viele bildungsbürgerlich sozialisierte BetrachterInnen einen solchen Umgang mit Kunst als unerträglich banal empfinden oder als zu große Anbiederung an ein Format empfinden. Aber mit einem solchen Urteil würde sich auch nur wiederholen, was sich genauso schon Malerinnen des 19. Jahrhunderts anhören mussten, wenn sie ihre Formate vergrößerten, ihre Werke multiperspektivisch anlegten, um die AusstellungsbesucherInnen stärker zu affizieren oder um gegen Konkurrenz aufzufallen. Dann galt das ebenfalls als Verrat an hehren formalen Regeln der Kunst. Und oft wurde da ausdrücklich von einer Krise der Malerei gesprochen. Das hat Wolfgang Kempe in seinem Buch sehr schön auch aufgezeigt und die Quellen dafür vorgelegt. Damals aber, kann man sagen, haben die Ausstellungs-, die Präsentationssituationen Form und Charakter der Originale verändert. Heute hingegen werden infolge der Bedingungen, unter denen Kunst primär wahrgenommen wird, lediglich deren Abbildungen, also Reproduktionen, verändert. Und ja, auch das eben nur, wie ich gesagt habe, temporär, also reversibel. Nun, dass es so schnell, so vielfältig, auch so folgenlos möglich ist, Bilder zu bearbeiten, zu animieren, das eröffnet aber auf jeden Fall für den Umgang mit Kunst ganz neue Möglichkeiten. Und erlaubt es eben auch bei Reproduktionen generell, ja, spielerischer, experimenteller vorzugehen. Denken wir an Rubens zurück. Der musste sich noch klar entscheiden, wie er ein Original für die Reproduktion verändert. Die Reproduktion war genauso ein Singular wie das Original. Und er musste eben entscheiden, was er tun muss, damit seine Bildidee sich auch als Reproduktion gut verwirklicht. Heute hingegen können KünstlerInnen immer wieder anderes auszuprobieren, auch viel mehr riskieren dabei. Und deshalb glaube ich, so als vage Prognose mal formuliert, ja, dass bald noch sehr viel mehr animiert und verändert werden wird. Sondern je mündlicher die Bildkultur in den Social Media insgesamt wird, desto weniger wird man sich jetzt auch nur mit Making-of-Bildern oder mit Bildausschnitten begnügen, sondern wird mit immer wieder anderen Effekten versuchen, eben ja, Follower neugierig zu machen und zu überraschen. Und das könnte nach und nach so weit gehen, dass Bilder in unserer Kultur überhaupt nicht mehr als etwas Statisches erlebt werden, sondern sich sozusagen zu Bildereignissen verändern, zu etwas, ja, was eben immer wieder anders bearbeitet, anders animiert, anders aufbereitet, anders in Szene gesetzt werden kann. Und die Originale, die wären dann so etwas so wie eine Rückversicherung. Man könnte aber auch sagen, die Originale sind dann mehr denn je Originale, weil sich erst dann auch voll verwirklichen dürfte, was soll denn der Begriff Original eigentlich bedeutet? Kommt ja bekanntlich vom lateinischen origo und das bedeutet Ursprung. Also das Original ist eigentlich der Ursprung, der Ausgangspunkt, eine Quelle. Und damit ist schon klar, danach kommt eigentlich noch viel anderes. Sonst könnte man auch nicht von einem Ursprung sprechen. Und das andere passiert eben alles im Modus der Reproduktion und kann dann ganz unterschiedlich sich ausnehmen, ganz unterschiedlich aussehen. Ja, spätestens dann aber, glaube ich, dürfte auch allgemein akzeptiert sein, dass sich zwischen Original und Reproduktion eben nicht pauschal hierarchisieren, dass das überhaupt keinen Sinn macht.
das eine gegen das andere ausspielen zu wollen. Das eine braucht das andere. Etwas ist auch erst dann Ursprung und Quelle, wenn daraus viel anderes geworden ist. Und es wird dann vermutlich KünstlerInnen geben, die man vor allem wegen ihrer Originale schätzt. Aber genauso wird es welche geben, die man eher dafür bewundert, was sie ja im Modus der Reproduktion alles können. Welche Fähigkeiten, welche Findigkeiten, welche Formen der vielfältigen Neuinvention sie dabei unter Beweis stellen. Vielen Dank.